8:15. Die morgendliche Besprechung beginnt. Ausnahmsweise heute nur zu zweit. Fahrschulleiter Christian bespricht, was auf dem Tagesplan steht. Ein Teilnehmer aus Köln kommt heute für einige Stunden vorbei. Frank bereitet draußen schon mal den LKW vor. Und da ist er auch schon. Bruno. Der 74-Jährige ist Rentner. Allerdings fährt der LKW und möchte nun einiges auffrischen. Für ihn ist der Ruhestand keineswegs das Ende. Das kann es nicht gewesen sein, 10 Jahre Rentner sein. Ja? Da musste noch mehr sein. Ja, vor allen Dingen wieder am realen Leben teilnehmen. Die dritte Ausbildung. Ja. Das ist ja sicher, man kann sich beschäftigen. Ich habe auch als Gasthörer schon an der Uni eingeschrieben und ähnliches mehr. Ne? Aber das kann es ja nicht gewesen sein. Ne? Was ist denn der Traum ganz am Ende? Wo soll es doch hingehen dann? Nach England. Nach Südwestengland. Da verbinde ich dann LKW-Fahren mit Ferien. Hoffe ich. Und Rentendasein. Und Rentendasein. Bruno fährt neuerdings für eine Spedition. Um besser auf die zukünftigen Aufgaben vorbereitet zu sein, möchte er nochmal eine persönliche Einführung ins Abrücken, Absatteln und Rangieren bekommen. Frank beginnt erstmal mit allgemeinen Hinweisen. So, Bruno. Das heißt, wenn du abbrückst, musst du auch immer gucken, auf welchem Untergrund du so eine Brücke abstellst. Ja. Ja? Gerade im Sommer auch, wenn es ziemlich heiß ist, dann muss man natürlich, weil du es punktuell nicht viel... Ja, da eine kleine Auflagefläche. Ne? Genau. Da muss man halt gucken, 12, dann gibt es, ne, auch manchmal Möglichkeiten, da eben so eine Holzplatte oder irgendwas, was den Druck ein bisschen verteilt, ja, dass man das dann nutzt. Damit du die nicht, weil dadurch, dass die Brücke abgestellt wird, wird die sich schön in den Teer rein bohren. Ja? Nach einigen Minuten Theorie geht es schon an die Praxis. Frank zeigt seinem wissbegierigen Schüler jeden notwendigen Handgriff und gibt nützliche Tipps. Diese möchte Bruno natürlich auch selber mal ausprobieren. Denn auch das will ja. Das ist ja genau der Punkt, was ich meinte. Man muss ja alles selbst machen. Guck mal, da hat er ein ganz schönes Gewicht. Ja. Mein lieber Freund. So. Und du siehst, das reicht immer noch nicht. Das heißt, wir müssen da noch mal ein bisschen nachjustieren. Das machst du mal selber jetzt. Das muss immer eingestellt werden. Ja, du musst, also da ist schon einmal. Siehst also, du? Das sieht und man da, schon. Ja, Moment, jetzt gehst du einmal. Jetzt hast du wieder ausgemacht. Ja. Immer wenn das Lämpchen so. Und dann gehst du auf den. Ja. Und dann würdest du höher lassen. So, du siehst, jetzt schwebt die so ein bisschen in der Luft. Ja. So soll es ja auch sein. Ja? So, jetzt. So, und dann müssen wir diese Strebe hier, die hier verankert ist, die nehmen wir jetzt hier raus. Ja? Und setzen die hier oben rein. Das heißt, jetzt würdest du den wieder zurücklegen. Also der rastet da so ein bisschen ein. Genau, deswegen musst du den erst wieder vorher umlegen. Ja, damit also der Bolzen, ja, ich mach das nochmal auf, weil sonst würdest du ihn ja weiter reinschieben. Ja. Ja. Das heißt, das muss vorher passieren, dass du den wieder zurück und dann muss er fest sein und oben auch arretiert sein. Klasse. Ja. Jetzt möchte er es alleine machen. Die Wechselbrücke hat noch 3 weitere Beine. Bruno lernt schnell und wird nach und nach immer sicherer. Hier ist wahrscheinlich sinnvoll anzuheben. Aha, jetzt habe ich es. Zack. Das sind die. Gut, Bruno. Ja, die Kniffe und Tricks, die kriegst du raus, je öfter du das machst, dann letztendlich auch. Doch, das gefällt mir schon sehr gut, die Übung. Ja, das ist natürlich alles spannend, ne? Ja, natürlich. Wenn man das erste Mal macht. Die Wechselbrücke steht. Nun muss der LKW runtergefahren werden. Frank lässt den 74-Jährigen erstmal selber machen. Kein Problem. Nachdem die Brücke aus den Führungen ist, kann schon losgehen. So, Bruno. Einmal den Raum beobachten, Spiegel, und dann fährst du langsam raus. So, jetzt haben wir abgebrüht. Ja, das ist ja hochinteressant. Geschafft. Die Lektion ist somit fast abgeschlossen. Bislang ist der Rentner sehr zufrieden. Doch, bis jetzt ist sehr schön gelaufen. Sehr viel gelernt.
Ich kann auch vieles selbst machen, was ja wichtig ist, damit es richtig im Kopf drin sitzt. Absolut in Ordnung. Und gleich wird es spannend, wenn wir das Ganze wieder drauf fahren. Das Drauffahren ist etwas schwieriger. Ein gutes Augenmaß ist gefragt. Aber auch diese Herausforderung meistert er. Nun muss die Wechselbrücke nur noch zusammengebaut und gesichert werden. Als nächstes wollte Bruno das Absatteln nochmal auffrischen. Auf dem Gelände stehen genügend Lkw zum Üben. Zusammen mit Fahrlehrer Frank geht er alle wichtigen Schritte durch. Nach 20 Minuten ist auf- und abgesattelt. Nach dem Absatteln soll es gleich wieder zurück zur Fahrschnur gehen. Doch warum fährt er eigentlich so gern Lkw? Weil ich denke, das macht einfach Spaß und die Regale in den Supermärkten müssen befüllt werden. Dafür braucht man einen Fahrer und dass du dich dafür quasi, ja, ich sag mal, aktivierst wieder und solche Dinge finde ich enorm. Also ziehe ich mir gut vor. Und dafür muss ich natürlich auch diese 5 Module wieder belegen, ne? Das stimmt. Aus eigener Tasche. Wir bieten das ja auch an. In Wochenkursen auch, dass man da also wirklich einmal in der Woche einmal hin und alles drin, ne? Ja. Hier rechts dann. Die ersten nehmen wir gleich raus, genau. Für Bruno kommt die letzte Einheit für heute, das Rangieren. Grundfahraufgaben wie beispielsweise rückwärts rechts in eine Einmündung werden hier geübt. Anschließend soll angekuppelt werden. Langsam aber sicher kommt der 74-Jährige seinem Ziel näher, wieder mehr Sicherheit mit dem Umgang des LKWs zu gewinnen. Das sehe ich ja so schön bestätigt hier, dass ich hier so gut betreut werde. Den Eindruck hatte ich von den Videos bekommen. Ne? Dass das hier eine vernünftige Sache ist, dass die Fahrzeuge auf mich einen guten Eindruck schon im Film machten. Die hätten natürlich jetzt ganz anders sein können. Ne? Ist aber nicht der Fall. Und dass es hier ein Gelände gibt, das hatte der Christian am Telefon gesagt, dass sie hier auf der Spedition ein Gelände haben, wo man tatsächlich üben kann. Ne? Bruno ist zufrieden. Der heutige Tag hat ihm viel gebracht für seine zukünftige Arbeit als Lastkraftwagenfahrer. Nun kann er entspannt den Heimweg nach Köln antreten.